Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Final Fantasy VII Rebirth. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Wir wollen jetzt den Küssmich-Frosch da vorne attackieren. Nein, lass mich in Ruhe. Los, keinen Kopf. Du bist da. Zieh dich zurück. Oh, leck mich doch, Alter. Oh. Du bist am Zug. Zeig's uns. Cloud. Cloud. Keine Chance. Leck mich doch am Arsch. Gut, Feuer wird, glaube ich, nicht so gut. Sich nicht in einen Frosch verwandeln. Einfach grandios! Wir konnten schon sehr viele Kampfdaten der Ungeheuer in der Gongaga-Region sammeln. Im Namen meines Meisters möchte ich mich herzlich bedanken. Bitte mach weiter so! Ich kann für mich selbst sprechen. Dafür brauche ich dich nicht, mich zu fassen. Selbstverständlich bin ich dankbar. Und als Zeichen meiner Dankbarkeit habe ich wieder eine neue Kampfsimulation bereitgestellt. Schau sie dir doch gleich an. Nein. So. Dann haben wir das haben wir. Wollen wir uns nochmal kurz ausruhen hier, oder ist das jetzt nicht mehr? Doch, wir ruhen uns kurz aus. Einmal kurz ein Nickerchen und dann machen wir da hinten weiter. Da sind ja noch ein paar Dinge, die wir erfüllen wollten, sollten, müssen, wollen. So, einmal ganz kurz. Die Frösche haben uns ja ganz schön müde geküsst. So. Jetzt können wir hier unten weitermachen. Hier ist noch einer. Aber da sind wir noch gar nicht hingekommen, ne? Da wollten wir hin, aber wieso sind wir da noch nicht? Wir müssen von denen da irgendwie rüberspringen und dann dahin. Machen wir mal so. So, warte mal. Müsste ja der sein, ne? Der schießt mich jetzt nach da, der schießt mich nach da und der schießt mich da hoch. So. So, der. Der müsste mich jetzt darüber schießen. Ach, den habe ich doch schon. Ach, bin ich blöd. Ach. Mann, ich bin aber auch verblödet. Um.
Ich gehe mal hier hin und laufe da runter. Mal sehen, ob das was bringt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir da hinten in diese Bereiche schon richtig hinkommen. So, unermüdlich weitergekämpft. Da muss ich rein, oder was? Feuerroter Phönix. Warte, ein falscher Schritt und wir lösen Alarm aus. Ich hacke mich ins Sicherheitssystem. Einen kleinen Moment. Sieht aus, als hätte Shinra diese Anlage zu Trainingszwecken genutzt. Eine Trainingsanlage in Gongaga? Nie davon gehört. Kein Wunder. Offiziell existiert sie schon seit geraumer Zeit nicht mehr. Momentan wird sie von der Abteilung für allgemeine Angelegenheiten genutzt. Also von den Turks. Ich habe jedem von euch eine gefälschte ID erstellt. Damit sollte es kein Problem sein, sich drinnen umzusehen. Okay. Vielleicht ist Roter Phönix jetzt doch einfach nur so ein Ausdruck. Willkommen in der Trainingsanlage der Turks. Son! Wie euch sicherlich bekannt ist, begeben wir Turks uns bei der Arbeit häufig in Gefahr für Leib und Leben. Ein Scheitern der Mission bedeutet den Tod. Daher sollte auch das Training mit einer entsprechenden Ernsthaftigkeit angegangen werden. Beginnen wir sogleich mit der heutigen Mission. Die Stadtmauer Kalms wurde von Shinra-feindlichen Elementen beschädigt, was Ungetümen den Zugang zur Stadt ermöglichte. Während die Gardisten damit beschäftigt sind, sie zurückzudrängen, will der Feind das Chaos nutzen, um die Stadt zu besetzen. Unsere Aufgabe ist es, den Anführer des Aufstandes ausfindig zu machen und in Gewahrsam zu nehmen. Die Übung beginnt, sobald ihr bereit seid. Viel Erfolg! Ich habe eben ein schwaches Signal einer Protosubstanz feststellen können. Direkt in den Missionsdaten. Und das bedeutet? Dass ihr euch bei dieser Übungsmission nach Lust und Laune austoben könnt. Ist ja fantastisch. Versuche dich im Kampfsimulator der Trainingsanlage der Turks. Wenn du alle Missionen erfolgreich abgeschlossen hast, kannst du die Protosubstanz extrahieren, die in Form von Daten innerhalb der Anlage gespeichert ist. Du bestreitest die Kämpfe mit der momentanen Aufstellung. Jo, beginnen wir die Übung.
Da bin ich ja mal gespannt. Eingedrungene Ungetüme gesichtet. Sie müssen umgehend erledigt werden. Ausgezeichnet. Keine kommt. Neuer Versuch. Brenne. Sehr gut. Alles geht. Gardisten durchbrochen. Unterstützung benötigt. Oh. Mein Einzelner. Achtung! Verdammt! Verschwende! So, jetzt aber. Verrecke! Aber sowas von. Das wird so nichts. Das war's dann. Von drei. Jetzt oder nie. Alles geht. Das Spiel ist aus. Tschüss. Nicht mit mir. So, warte. Limit, der da. Ich hab gewonnen. War jetzt nicht so schwer. Anführer in Gewahrsam genommen. Scheiße. Ich werde ihn abführen. Das war saubere Arbeit. Mission abgeschlossen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. So sollte es auch im realen Gefecht laufen. Der Anführer hegt seit einem gewissen Zwischenfall vor 8 Jahren einen starken Groll gegen Shinra. Er behauptet, Shinra habe ihn seiner Heimat beraubt. Vermutlich ist er damit nicht der Einzige. Es gehört zu unserer Arbeit, solche gefährlichen Subjekte auszumachen, bevor etwas passiert. Diese Anlage wechselt in Kürze in den Energiesparmodus. Begebt euch zur nächsten Mission, sobald ihr eure Ausrüstung in Empfang genommen habt. Okay. Hier, schaut euch das mal an. Hä? Eine Protosubstanz? Meine Analyse ist noch nicht abgeschlossen. Aber wie es aussieht, wurde die Protosubstanz innerhalb der Trainingsdaten umgewandelt und gespeichert. Können wir sie extrahieren? Das kann ich momentan leider noch nicht sagen. Bitte führt das Training fort. Ich werde das Phänomen so lange untersuchen. Okay. Abgeschlossen.
Oh, jetzt geht's da hinten weiter, okay. Wir Subjekte ausmachen, bevor etwas passiert? Dass ich nicht lache. Die Turks sind bloß ein Haufen arroganter Lackaffen. Die ganze Welt hasst euch. Buh! So, kommen wir jetzt da rüber? Buh, das habt ihr euch selbst eingebrockt. Ihr scheinheiligen Arschgeigen. Aber nicht alle bei Shinra sind schlecht. Die meisten von ihnen haben sogar gute Absichten. Das ist ja das Problem. Kopflose Mitläufer. Sollten mal ihr Hirn einschalten. Macht aber keiner und deswegen kommt Shinra mit allem durch. Stimmt. Gut, dass wir da einer Meinung sind. Gut. Wäre jetzt natürlich ein Träumchen, wenn ich von hier... auch noch zu den anderen käme. Warte. Ich habe da gerade eine Kiste gesehen. Schutzstiefel. Ja, ich bezweifle, dass ich von hier da irgendwo hinkomme. Okay, wir brauchen einen anderen Weg. Aber der einzige Weg, den ich jetzt kennen würde, würde über... den Flugplatz gehen. Was mache ich damit? Gebt ein Rauchzeichen und wir sind sofort bei euch. Bronco Airlines. Was? Hiermit? Hast du was gefunden? Wir müssen ein Rauchzeichen geben. Ein Rauchzeichen? Was denn? Kennt man sowas bei euch in Midgar etwa nicht? Andererseits überrascht mich das auch nicht wirklich. Hey! Dann lasst mal den Profi ran. Das rauchte 0, nichts. Immer noch nichts? Dann habe ich wohl keine Wahl. Hey, komm her! Flugzeug! Schu, 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 und schu, und schu. Yeah!
hat ja wirklich geklappt! Klar hat's das! Cool, oder? Hier drüben! Oh, weia. Ja, da ist aber nicht wieder das Muskelpaket drin, oder? Ganz fantastisch! Na, wo darf's hingehen? Wir wollen nach Cosmo Canyon. Du sprichst ja. Ist das irgendein Trick? Na, hab auch schon Seltsameres gesehen. Eins, zwei, drei. Ihr seid zu viele. Aber wenn ihr euch nett zusammenkuschelt. Das ist der Preis inklusive der Fahrzulage. Ich hab derzeit kaum Kundschaft. Bis ihr das Geld habt, kann ich also hier warten. Ja, wir bezahlen, ne? Müssen wir ja. Alle Mann an Bord! Setzt euch genau dahin, wo ich es euch sage. Muss alles gut ausbalanciert sein. Haltet euch ja gut fest. Wer rausfällt, hat Pech gehabt. Hey, Red! Cooler Typ. Es gehört schon einiges dazu, sich freiwillig für meine Forschung zur Verfügung zu stellen. Daran erkennt man einen ausgezeichneten Soldaten. Vorsicht, nicht zu sehr zappeln. Für Fehlschläge bin ich nicht verantwortlich. Dessen bin ich mir bewusst. Wie überaus kooperativ von dir. Als Belohnung bekommst du meine Sonderbehandlung. Ein Verfahren gemacht, um Helden zu schaffen. Früher hat dieser Prozess Jahre gedauert. Doch jetzt erzielen wir die gleichen Ergebnisse in gerade einmal 18 Stunden. Und all das verdanken wir natürlich ganz allein meinem Genie. Tag für Tag habe ich meine Forschungen vorangetrieben mit inspirierender Genialität. Obwohl, es hat auch Nachteile, den Prozess so zu beschleunigen. Und zugegebenermaßen kann nicht mal ich Perfektion noch verbessern. Er sieht aus wie ein halbes Hemd da, wenn er da so nackig liegt. Wahrscheinlich wären wir hier gar nicht hergekommen, ne? Ohne diese Flugmaschine jetzt. Oh, ich fliege. Hey, du konntest mir auf die Sitze. Hey, Sid.
Was? Was machen wir eigentlich, falls Shinra uns hier oben erwischt hat? Hört den jetzt der Himmel oder was? Shinra kann mich mal gepflegt am Arsch lenken. Das gefällt mir. Wir beide werden uns gut verstehen. Wo muss ich hin? Sind wir. Setz du zur Landung an. Ach da, ja, okay. Seh schon. Der Hüter des Tals. Da wären wir. Kosmoflugplatz. Hab euch so weit gebracht, wie ich konnte. Ich hoffe, ihr seid gut zu Fuß. Anders geht's nämlich nicht weiter. Und wie können wir dich in Zukunft erreichen? Ah, mit Rauchzeichen. Alles, was ich brauche, ist eine Landebahn. Es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank. Ich führe euch zum Tal. Erstmal würde ich gerne wissen, wo wir sind. Du kannst nun die Teenie Bronco, ein Amphibienflugzeug von Bronco Airlines, benutzen. Die Teenie Bronco lässt sich mit Hilfe der Telefonboxen rufen, die an den verschiedenen Flugplätzen zu finden sind. Das Flugzeug bringt dich schnell von einem Ort zum anderen, allerdings nur, wenn du das nötige Kleingeld dabei hast. Dein erster Flug kostet dich 1000 Gil. Für alle weiteren Flüge verlangt Sid nur 300. Ach du Scheiße. Ich hätte vielleicht doch hier erstmal fertig machen sollen. Aber ich konnte ja nicht ahnen, dass er uns gleich darüber schickt. Neo Bahamut. Okay, ich glaube, ich würde doch noch mal gern zurück. Bitte. Coral, Costa del Sol, unter Junin, Junon, Graslande. Ah, jetzt können wir überall zurück. Dann wollen wir Kongaga. Dann mal gut festhalten. Entschuldigung. Also dann, man sieht sich. Von da bin ich gekommen. Aber hier geht's nirgends weiter. Könnte ich denn da hingelangen? So, wir gehen mal hier rüber. Ich mache aber auch noch mal kurz einen Cut.
Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, du bist morgen wieder mit dabei. Lass mir gerne was da. Pass auf dich auf, wenn du Bock hast. Sehen wir uns morgen. Ciao, ciao.